Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute wollen wir das allererste Mal einen Blick auf Quantum Break werfen. Gespielt ist das Ganze an der Xbox One und nachdem das Spiel ursprünglich Xbox One exklusiv sein sollte, wurde es auch noch für Windows 10 veröffentlicht und ist mittlerweile im Microsoft Store erhältlich. Das Besondere an Quantum Break ist, dass wir hier auf eine besonders filmreife Inszenierung treffen sollen. Also in der Tat wird sich Gameplay mischen mit einer Art Mini-Videoserie, die je nach Handlung und je nach Entscheidung, die ihr trefft, auch variieren kann. Wir schauen zum ersten Mal rein. Ich habe es auch noch gar nicht gespielt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. So, die Helligkeit einstellen. Ich lasse das mal einfach auf dem Standardformat. Ihr könnt aber gerne posten, wenn ihr das möchtet, in die Videobeschreibung, ob ihr es gerne etwas heller oder etwas dunkler haben möchtet. Die Inhalte werden gespeichert. Okay, das kennt man ja soweit von der Konsolenversion. Die Quantum Break Serie liefert dir weitergehende Informationen zu Monarch Solutions. Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf die Zukunft aus. Neuspiel, Optionen, Downloads und Credits. Wir schauen einmal in die Optionen rein. Wir lassen uns natürlich die Tutorials anzeigen. Zielempfindlichkeit, Zielunterstützung, vertikale Kamera umkehren. Ja, ich spiele invertiert. Vibrieren mag ich persönlich eigentlich nicht. Ich stelle das mal auf schwach. So, Neuspiel, Jana Logo. Schwierigkeitsgrad? Noch keine 3D-Shooter gespielt, dann wäre leicht vielleicht das Richtige oder die richtige Wahl für euch. Ich werde das auf normal spielen und Leute, die ganz gerne ein bisschen höhere Herausforderungen haben, können sich vermutlich hier auch mit schwer begeistern. Für ein Let's Play ist es halt immer ganz nett, wenn sich das ein ganz klein bisschen flüssiger spielen lässt. Riverport University Experiment, Akt 1, Teil 1, Quantum Break Einsichten. Besitze den Zielmarkierer, konntet ihr gerade noch lesen. Zeit ist die Todesursache Nummer 1. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey, danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Okay, erstmals dürfen wir selber den Charakter lenken. Erster Eindruck, sehr, sehr schön geworden. Läuft angeblich auf der Xbox One in einer niedrigeren Auflösung, in 720p, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht aber trotzdem von der Stimmung erstmal
sehr, sehr nice aus, möchte ich sagen. Vielleicht ist euch der Entwickler Remedy auch ein Begriff. Das sind nämlich diejenigen, die für Alan Wake verantwortlich sind, beziehungsweise auch für die Max Payne-Reihe. Also sicherlich keine unbekannten Entwickler. Demo-Flyer. Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Handlungsobjekte. Finde Handlungsobjekte in der Welt, um tiefer in die Geschichte von Quantum Break einzutauchen. Du kannst dir bereits eingesammelte Handlungsobjekte im Zeitstrangmenü des Spiels ansehen. Also vermutlich sowas wie gerade den Flyer, den wir aufgehoben haben. Das soll, so wie ich das verstanden habe, auch elementar sein, um die komplette Hintergrundgeschichte zu verstehen. Wenn ihr das lesen möchtet komplett, könnt ihr das gerne tun. Ich lese einfach mal nur den Anfang vor. Hey du, unternimm etwas, sofort! Monarch Solutions will den Stolz der Riverport University abreißen, die wunderschöne und historische Bibliothek, in der sich zahlreiche Generationen Wissen angeeignet haben. Sie ist Teil unseres Kulturerbes. Natürlich wollen wir was dagegen tun. Wie auch immer, das könnt ihr dann später selber entscheiden. Ist da auch zum Beispiel was zu entsehen? Also ich glaube, man kann auch eine Menge entdecken, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ziemlich unheilvoll. Naja, gut. Schau nach rechts, haben sie gesagt. Hallo? Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Okay, anscheinend sind die nicht so sonderlich beliebt hier an der Universität. Da gibt's einen Protest. Auch hier, der Statue wurde ein Anti-Schild in die Hand gedrückt. Komm, Amy, lass gut sein für heute. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich am Anfang das Spiel ausgiebig erkunde und hier ein bisschen näher mich umschaue, anstatt dem Handlungsstrang so schnell wie möglich zu folgen. Amys Monarch-Zeitstrang. Monarch-Probleme. Aufkauf von Riverport seit 1999. Okay. Aufkauf großer Medienunternehmen. Kauf von Ghoul Island. Abriss des Hauptbahnhofes. Kauf des gesamten Industriegebietes. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht, wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Ja, eigentlich wollten wir uns ja mit denen treffen, glaube ich. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Ja, möchte ich gerne wissen. Sieht so ein bisschen aus, als wenn gleich ein DeLorean davor fahren würde und wir auf den Blitz warten. Hier, sieh dir die Grafik an. Ja, wo denn? Ja, ach so, da soll ich nochmal gucken. Da habe ich schon geguckt, Schatz. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut, viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. Okay, haben wir hinterher mit ihr eine Affäre, was meint ihr? War das die erste Beziehung?
Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Ich gehöre, glaube ich, nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce! Höchstpersönlich! Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Mach ich. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Hier rein. Ja, ich gucke ja nur ganz kurz. Fahren wir nach oben. Die Anlage hier ist ganz ordentlich. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie ich sehe, sind Demos gegen Monarch gerade schwer in Mode. Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst. Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, es war mal unser Ding. Du hast uns verraten. Ach, ich weiß nicht. Reich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht. Solltest du versuchen. Ja, klingt zumindest einleuchtend. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch sagen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Das, schockierend. Weiß niemand. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Ja, ich will mir die Präsentation angucken, wenn die da schon liegt, oder? Ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du sowas liebst. Komm schon, Mann. Überrasch mich. Na gut. Wenn du darauf bestehst. Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt und den Planeten erforscht. Oh, gut. Der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kronon-Partikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ist noch nicht alles. Sollte aber als Einführung reichen. Okay, es geht um die Manipulation von Zeit. Es geht also um Quantenphysik. Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Thank you.
Willkommen zum Projekt Promenade. Projekt Promenade Labor, 9. Oktober 2016. 5 Minuten vor dem Riss. Der Zeit. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Wie ich sehe, weißt du immer noch nicht, was Privatsphäre ist. Irgendjemand muss dich doch im Auge behalten. So, ich denke, das wäre jetzt wichtig, das zu lesen, vermutlich. Wir können uns zum jetzigen Zeitpunkt Verzögerungen absolut nicht leisten. Wenn wir Projekt Promenade jetzt auf Eis legen, verlieren wir über Nacht jeden Kronon-Spezialisten, den wir haben. Monarch bezahlt das Doppelte von dem, was wir bezahlen. Es wäre ein absoluter Albtraum. Unser Personal ist unersetzbar und ich habe jetzt schon Probleme, es zu halten. Ich kenne William Joyce seit unserer Kindheit. Er ist zweifellos ein Genie, aber er neigt auch zu Paranoia und mentaler Instabilität. Ja! Komm schon! Moment! Der einzige Grund, weshalb wir Will als Berater mit an Bord geholt haben, ist, dass kein anderer qualifizierter Experte zur Verfügung stehen. Jetzt, da Dr. Kim nicht mehr ist. Sie müssen die Investoren ablenken und mir Zeit verschaffen. Geben Sie mir 48 Stunden. Ich bekomme das hin. Paul. So, wenn ihr möchtet, Pause-Taste drücken, ganzen Text in Ruhe vielleicht nochmal nachlesen. Ja, Jack, was denn? Du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Okay. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Okay. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das ist noch ein Objekt, vermutlich Objekt 6 von 6. Das wurde vorhin oben links in der Ecke angezeigt. Von Jack Joyce kommst du nach Hause an Paul. Siren. Ich packe meine Sachen und mache mich so schnell wie möglich auf dem Weg zum Flughafen. Und was auch immer es da geht, sorg einfach dafür, dass Will nicht weiß, dass ich nach Hause komme. Das ist nicht die Art von Päckchen, das ich unbedingt jetzt aufmachen muss. An Jack Joyce. Ich habe gerade ein Flug von Bangkok nach Riverport gebucht. Erste Klasse. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Wir sind fast 2 Jahrzehnte Freunde und du hast nicht einmal um Hilfe gebeten? Eigentlich müsste man unten anfangen zu lesen, damit man das besser begreift, oder? Hier geht's wieder mit diesen 48 Stunden, die Paul nur noch hat, um auf jeden Fall was zu machen. Okay, und das belegt so ein bisschen die Freundschaft von den beiden, würde ich sagen. Also eine Menge Zeugs zum Lesen, muss ich sagen. Also darüber hinaus, dass die Charaktere miteinander sprechen, dass der Hauptcharakter mit uns spricht, habt ihr jederzeit diese Möglichkeiten, diese Dinge einzusammeln. Und dann wahlweise auch nochmal in Ruhe, wenn ihr denn möchtet, das hier einfach weiter zu sehen. Sammelobjekte. Okay. Dieser Zeitstrang, Aussagen, Jobmesse. Hier kann man schon sehen, dass dazwischen ein paar Punkte fehlen. Eventuell, wenn es um die Manipulation von Zeit geht, werden wir da auch nochmal zurückspringen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zum ganz großen Showdown kommen, würde ich nach 20 Minuten heute den Part beenden und nachher geht es dann mit Part 2 ganz einfach direkt weiter. Ich sage an der Stelle einfach schon mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der erste Einstieg hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Also, was ist das hier? Was ist das überhaupt? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden.
Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Okay, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne Daumen hoch. Und haut rein.